Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphor und Coro. Heute wollen wir euch einmal die Breitling Navi Timer 1 Chronograph vorstellen, hier in 41 mm Durchmesser. Dieses Modell wurde neu vorgestellt auf der Baselworld 2018, hier natürlich entsprechend mit dem wunderschönen blauen Zifferblatt. Das Modell findet ihr natürlich wie immer in den Infokarten und unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns das Modell mal genauer an. So, vor uns sehen wir nun also die Box des Modells. Wie wir sehen können, hier nun in einem wunderschönen Blau- und Braunton. Vorne natürlich mit dem neuen Breitling-Logo und Breitling-Schriftzug. Schauen wir mal rein. So, und hier haben wir nun die eigentliche Breitling-Uhrenbox oder die Schatulle. Da schauen wir allerdings gleich erstmal rein. Schauen wir, was sich noch so verbirgt. Da haben wir hier zum einen natürlich noch die Bedienungsanleitung zu dem jeweiligen Modell. Darüber hinaus noch ein Rechenschieber, um das Ganze ein bisschen zu üben. Des Weiteren haben wir hier natürlich die digitale Garantiekarte dieses Modells. Das Ganze wird dann natürlich hier digital ausgelesen und ist wirklich durchaus hochwertig gefertigt. Schauen wir uns nun jedoch einmal die eigentliche kleine Uhrenbox an. Eignet sich auch perfekt zum Reisen. Komplett aus Leder gefertigt, vorne natürlich mit Breitling-Logo und Schriftzug und mit einer praktischen Öffnungsvorrichtung. Und wenn wir reinschauen, begrüßt uns schon dieses wunderschöne Modell. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. So, und hier haben wir das Schmuckstück. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um die Breitling Navi Timer 1 Chronograph mit 41 mm Durchmesser. Diese Ausführung wurde vorgestellt im letzten Jahr, das kann man jetzt schon sagen, auf der Baselworld 2018. Und was natürlich direkt ins Auge springt, wir haben hier bei diesem Modell nicht mehr die goldenen Breitling Flügel, sondern jetzt ein neues Logo, und zwar das geschwungene Breitling B. Das Gehäuse bei diesem Modell ist komplett aus Edelstahl gefertigt und, wie man gut sehen kann, komplett poliert. Angestoßen ist das Modell an ein wirklich sehr hochwertiges Lederband mit Steppnaht, hier in hohem Kontrast in Weiß abgesetzt, und das Ganze mündet in die hochwertige Breitling Dornschließe, wie man sehen kann. Hier noch mit Schutzfolie. Des Weiteren fällt hier natürlich auf, dass wir ein wunderschönes, blaues, metallisch wirkendes Zifferblatt haben. Umgeben wir das Ganze von einer innenliegenden Rechenscheibe. Und die Lünette ist wie gewohnt in beide Seiten drehbar, auch rasterlos. Auf der Front haben wir schützend bombiertes, beidseitig entspiegeltes Saphirglas. Und das gesamte Modell ist hier bis zu 30 Meter wasserdicht, also 3 Atmosphären bzw. 3 Bar. Darüber hinaus haben wir hier natürlich auch noch ein Datum verbaut, und das finden wir hier auf 3 Uhr. Verbaut ist bei diesem Modell das Breitling-eigene Kaliber 13. Hierbei handelt es sich um ein Manufakturkaliber, welches auch Chronometer-zertifiziert ist. Das heißt, wir haben hier sehr gute Gangwerte. Und darüber hinaus bietet dieses eine Gangreserve von mindestens 42 Stunden. Lässt sich wirklich butterweich einstellen. Und auch das Datum lässt sich wunderbar dirigieren und auch klasse ablesen. Die Datumscheibe ist hier in dem gleichen Blauton gehalten wie das Zifferblatt.
und springt natürlich sofort zurück. Dann wollen wir uns in dem Zug auch einfach einmal die Maße anschauen. Wir kommen hier händisch gemessen ebenfalls auf einen Durchmesser von 41 mm. Die Gehäusehöhe beträgt 14,5 mm per Hand gemessen. Und zu allerletzt wollen wir uns natürlich noch den Hornabstand anschauen. Und da kommen wir auf 48,2 mm, also ein kleines Modell. So, dann legen wir das Modell auch noch schnell auf die geeichte Goldwaage. Und da kommen wir auf ein federleichtes Gewicht von 94,58 Gramm. So, jetzt habe ich das Modell auch einmal angelegt. Trägt sich wirklich unfassbar angenehm. Das Lederband hat sich jetzt schon an meinen Arm quasi angeschmiegt. Flacher Aufbau und die Größe ist mit 41 mm wirklich für viele Handgelenke optimal. Also ich habe selber einen Handgelenksumfang von ca. 18 cm und bei mir passt es perfekt. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit unserem Video zu der Breitling Navi Timer 1. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin, ciao.